Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in Botswana in Afrika. Valentin Gruner und sein Freund Michael Legard waren in der Savanne unterwegs. Sie patrouillierten mit ihrem Geländewagen und hielten nach verdächtigen Aktionen Ausschau. Plötzlich hörten sie ein Wimmern aus dem hohen Gras. Neugierig stellten die Männer den Motor ab und legten sich flach auf den Boden, um den Geräuschen auf den Grund zu gehen. Zunächst dachten sie, es handelte sich um Antilopenbabys, die in dieser Gegend häufig vorkommen. Doch in Wirklichkeit handelte es sich um etwas ganz anderes. Trotz der Gefahren im dichten Busch näherten sich die beiden Männer vorsichtig, um einen besseren Blick zu erhaschen. Als sie näher kamen, enthüllte sich langsam die wahre Natur der Geräusche, die ihren ursprünglichen Erwartungen widersprach. Anstatt Antilopenbabys entdeckten sie drei Löwenjunge. Die Männer erschraken. Aber nicht wegen den Löwenbabys, sondern vielmehr aufgrund der Gefahr, die von einem möglichen Muttertier in der Nähe ausgehen könnte. Sie würde ihre Jungen bis aufs Äußerste verteidigen. Doch Valentin spürte, dass etwas nicht stimmte. Trotz der Gefahr trat er noch näher an die Jungtiere heran. Zu seinem Entsetzen waren zwei der drei Löwenbabys leblos. Das überlebende Jungtier sah Valentin mit großen ängstlichen Augen an, als würde es um Hilfe bitten. Tränen stiegen in Valentins Augen, als er erkannte, dass diese Welpen aus unbekannten Gründen zurückgelassen worden waren. Während Michael aus sicherem Abstand zusah, näherte sich Valentin dem kleinen Löwen. Das Jungtier lief neugierig auf den Menschen zu und sah ihn mit seinen dunklen Augen an. Fast so, als ob es um Hilfe bitten würde. Valentin gewann schnell das Vertrauen des Tieres, streichelte es und nahm es in die Arme. Doch die Vorstellung, ein Raubtierbaby mit nach Hause zu nehmen, erschien ihm geradezu wahnsinnig. Aber dieses wehrlose Jungtier seinem unausweichlichen Tod auszuliefern, erschien ihm noch undenkbarer. Valentin wandte sich an Michael und erklärte ihm seine Absichten. Nach anfänglichem Zögern stimmte sein Freund widerwillig zu. Anschließend gruben sie ein kleines Grab für die leblosen Jungtiere aus und sorgten für einen würdigen Abschied. In diesem traurigen Moment beschloss Valentin, dass er alles tun würde, um sicherzustellen, dass das verbliebene Jungtier überleben würde. Doch dieses Vorhaben sollte sich als alles andere als leicht herausstellen. Valentin gab der kleinen Löwin den Namen Sirga und brachte sie zu sich nach Hause. Das Löwenbaby war ausgehungert und schwach. Valentin holte rasch eine Dose Sardinen aus dem Kühlschrank und versuchte, Sirga zum Essen zu bringen. Doch obwohl sie so lange keine Mahlzeit zu sich genommen hatte, wollte das Jungtier nicht essen. Es war eine kritische Situation. Denn ohne Nahrung würde das Tier wohl kaum noch einige Tage überleben. Valentin musste schnell handeln und wählte umgehend die Nummer des örtlichen Tierarztes. Dieser war erstaunt von dem Anruf und bat Valentin zugleich, die Löwin umgehend zu ihm zu bringen. Das Tier musste dringend untersucht werden. Daraufhin sprang Valentin in seinen Geländewagen und fuhr mit dem Jungtier zur Tierklinik. Dort wurden sie bereits von engagierten Mitarbeitern erwartet, die ihr Bestes taten, um die gesundheitlichen Probleme des Löwenbabys zu beheben. Doch das Leben des kleinen Geschöpfes stand buchstäblich auf der Kippe. Die Babys waren wohl mehrere Tage ohne Nahrung ausgesetzt. Vermutlich wurde das Muttertier Opfer von Wilderern, die in dieser Gegend nicht selten waren, und kehrte eines Tages nicht mehr zu ihren Jungen zurück. Die armen Wesen waren nun auf sich allein gestellt und der Natur schutzlos ausgeliefert. Das Tierärzteteam arbeitete unermüdlich, um sicherzustellen, dass sich der Gesundheitszustand des Jungtiers stabilisierte. Dank ihres Einsatzes gelang es ihnen, die Löwin außer Lebensgefahr zu bringen. Nach zwei Tagen in der Obhut der Tierärzte durfte das Löwenbaby endlich wieder zu Valentin nach Hause zurückkehren. Dort angekommen war die Löwin zunächst misstrauisch gegenüber allem und jedem. Schon bei dem kleinsten Geräusch erschreckte sie sich. Das machte Valentin traurig, denn er konnte sich nur vorstellen, was dieses kleine Geschöpf durchgemacht hatte. Im Laufe der Tage änderte sich Sirgas Zustand zusehends. Das zerbrechliche Aussehen, das sie bei ihrer ersten Begegnung mit Valentin auszeichnete, verblasste allmählich, und sie nahm an Gewicht zu. Als sie wuchs, brachte Valentin der kleinen Löwin einige Tricks und Spiele bei. Später brachte er ihr auch die Fähigkeiten bei, die sie zum Überleben in der Wildnis brauchte. Darunter auch die Kunst des Jagens. In Valentin fand Sirga die Familie, die sie in der freien Natur nie erlebt hatte. Die Bindung zwischen den beiden war unbeschreiblich und Valentin wurde ein fester Bestandteil ihres Lebens. Doch es war klar, dass er die Löwin nicht für immer behalten konnte. Sie wuchs schnell und wurde immer größer, was die Menschen in der Nachbarschaft verunsicherte. Außerdem musste er für ein paar Monate in seine Heimat nach Deutschland zurückkehren und konnte sich nicht um die Löwin kümmern. Deshalb beschloss Valentin schweren Herzens, die Löwin im nahegelegenen Wildtierreservat unterzubringen. Der Abschied fiel schwer und Valentin konnte sich die Tränen nicht verkneifen.
Doch er wusste, dass es das Beste für die Löwin war. Doch was er nicht wusste war, dass er nicht der Einzige mit einem gebrochenen Herzen war. Auch Sirga war traurig in ihrem neuen Zuhause ohne ihren besten Freund. Die Mitarbeiter des Parks taten ihr Bestes, damit sie sich wohl und umsorgt fühlte, aber das Raubtier schien nicht glücklich zu sein. Die Löwin wirkte in sich gekehrt und die Lebensfreude, die sie einst ausstrahlte, schien verblasst zu sein. Ein Jahr verging und trotz der langen Zeit im Park änderte sich das Verhalten der Löwin kaum. Sie interagierte wenig mit ihren Artgenossen und machte nach wie vor einen niedergeschlagenen Eindruck. Das Personal war ratlos. Kurze Zeit später erreichte Valentin die Nachricht von der traurigen Löwin. Er erfuhr, dass seine geliebte Sirga Schwierigkeiten hatte, ohne seine Anwesenheit zurechtzukommen. Aus Sorge um Sirgas Wohlbefinden beschloss Valentin, das Naturreservat so schnell wie möglich zu besuchen. Noch am selben Tag buchte er einen Flieger nach Afrika und machte sich auf den Weg zu seiner geliebten Löwin. Die Spannung bei den Mitarbeitern wuchs, denn sie erwarteten die Begegnung zwischen Valentin und der ausgewachsenen Löwin. Das Personal war beunruhigt, denn sie wussten nicht, wie die Löwin reagieren würde. Trotz der Gewissheit, dass Valentin Sirga aufgezogen hatte, war die Angst spürbar. Würde die Löwin den Mann, dem sie ihr Leben zu verdanken hatte, wiedererkennen? Einige Pfleger versuchten, Valentin vor der Gefahr zu warnen und baten ihn, das Löwengehege nicht zu betreten. Sie sagten ihm, dass sie nicht derselbe Löwe sei, den er kenne. Aber Valentin weigerte sich, ihnen zu glauben. Er war überzeugt, dass seine Freundin missverstanden worden war. Sie verhielt sich nur so, weil sie sich in einer anderen Umgebung befand und sich nicht wohlfühlte. Als er sich Sirgas Gehege näherte, herrschte unter den Anwesenden Schweigen. Als die Löwin den Mann erkannte, rannte sie aufgeregt zum Zaun des Parks. Dort lief sie nervös auf und ab. Als Valentin schließlich das Tor öffnete, hielten die Zuschauer den Atem an. Doch was sich dann abspielte, widersprach allen Erwartungen. Anstatt einen aggressiven Angriff zu starten, sprang Sirga auf Valentin zu. Ein Aufschrei ging durch die Menge, als sie ihn herzlich umarmte und anfing, ihn freudig abzulecken. Sie hatte den Mann trotz der langen Zeit sofort erkannt und war überglücklich. Ab diesem Tag an besuchte Valentin Sirga regelmäßig und stellte sicher, dass sie sich wohlfühlte und in die Gemeinschaft des Parks integrierte. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Wolf wich der Frau nicht von der Seite. Als der Arzt näher hinsah, rief er sofort die Polizei. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.